Der Re-EMF-Charger. Der wird heute mal richtig unter die Lupe genommen. Macht ganz schön Betrieb, der Kollege hier. Oh, leider. Könnt ihr es nicht miterleben, dass die Anzeige auch noch mit funktioniert? Bis vorhin hat sie noch funktioniert. Dann habe ich den 3.0er, ich glaube, kurz ohne Last anlaufen lassen. Und ach nee, die Batterie war am Arsch, genau. Und die Dinger, glaube ich, gehen nur bis 30 Volt. Und ja, dann würde die halt kurzzeitig etwas drüber gehauen haben. Tja, das war es jetzt für das Teil hier. Ja, ansonsten unten ein riesengroßer Ferritkern drin. Re-EMF-Charger bei René. Und das Ganze wird dann gekühlt mit dem Bedini 3.0. Also, diese riesengroßen Ferritkerne, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das anfassen kann, ohne hier einen Kurzschluss zu machen. Wir haben doch hier, das siehst du, geht's von selber ab. Haha. Wir haben doch hier noch Licht. Ja, wie ihr seht, ist hier unten drunter so ein riesengroßer Ferritkern. So sieht es von unten aus. Und ja, Kenner der Materie, die werden mich jetzt schon für total bescheuert erklären, wieso ich dann direkt oben drüber einen Alu-Kühlkörper mache. Ne? Jeder weiß ja, dass Alu die Frequenzen beeinflusst. Habe aber gedacht, das, weiß nicht, ich habe mich halt leiten lassen vom Bastelgeist. Und wie ihr dann später seht, geht es dann auch so. Als Netzteil, praktisch, wo hier eine 20-Volt-Quelle angegeben gewesen ist, habe ich mir jetzt überlegt, na, als Quelle habe ich ja meistens 12 Volt und hier gibt es solche Step-Up-Konverter, die am Output immer noch 4 Ampere bringen. Hier so rum geht es besser. Und im Eingang ungefähr 8 Ampere ziehen. Ja, ich habe mit der Stromzange am Eingang von dem Netzteil hier bis zu 10 Ampere in Spitzenzeiten gemessen, wenn die Batterie richtig viel aufgenommen hat. Also das war schon hart an der Grenze. Das Teil, wie gesagt, hier hinten hat aber durchgehalten. Ne? Ich glaube, hier meine kleinen Mini-PNP-Transistoren, das waren PNP-Bedini 3.0, ohne Kühlung und ist Potti ziemlich an der Kotzgrenze eingestellt. Ich schätze mal, der ist dann irgendwann über Nacht ausgegangen, vielleicht in Selbstinstallation gegangen. Die Wicklung riecht jedenfalls ziemlich gut. Ja, ihr könnt jetzt nichts riechen, aber das riecht schon vielleicht wie Wicklungskurzschluss, wenn ich ganz großes Pech habe. Na gut, okay. Wie geht's weiter? Ja, wenn wir da so, na also 4 Ampere steht ja hinten drauf, kann es maximal rausschleudern. Wie ich euch dann aber zeigen werde, ist das so eine Sache. Weil auch hier habe ich dann zwischenzeitlich 6, 7 Ampere gemessen, was rausgekommen ist. Und die Dioden, die ich da hatte, die gingen maximal bis 5 Ampere. Und da habe ich hier damals aus meiner Zeit, wo ich noch für die Deutsche Bahn gewerkelt habe, habe ich auch mal gemacht, ja, war viel unterwegs gewesen. Und da haben wir solche schönen Gleichrichterdioden hier. Ich glaube, so Schottkys dürften verbaut sein. Und da hatte ich noch ein paar Rumkullern gehabt. Und die halten, ich glaube, 15 Ampere oder sogar noch mehr aus. Und als Schottky, also perfekt hierfür. Als Transistor habe ich hier so ein MJ15024G genommen. Ich glaube, der kann bis 15 Ampere bei 400 Volt schalten. Müsste eigentlich auch reichen für dieses Netzteil. So, wie gesagt, hier kann ich euch nicht viel zeigen, leider. Aber wir haben ja noch mehr. Als einer der ersten ist unser Produkttester Tobi ganz unruhig geworden, wollte unbedingt so ein Ding haben. Also habe ich mich da nochmal hingesetzt. Ich habe hier leider keinen Schlitz in den Ringkern reinbekommen. Mal gucken, ob das überhaupt nötig ist. Hier, so wie der gewickelt ist, wird er aber unter Volllast trotzdem ziemlich warm. Er hält trotzdem Langzeitbetrieb aus. Voraussetzung ist, dass dieses 18 Volt Netzteil, was 60 Watt bringt, ne, 3,5 Ampere ausspuckt, gekühlt wird. Unten dran an der Stelle habe ich mitgekriegt, wird es am heißesten. Also habe ich unten drunter einen Passivkühlkörper hingemacht und der Transistor, der verbaut wird, das ist, glaube ich, ein Tipp 141 oder sowas, der muss auch gekühlt werden. Ne? Darf auch auf alle Fälle hier einen 12 Volt Lüfter ran und dann hier über Kühlkörper ganz normal. So, die Wickeldaten von dem Ding hier, so wie es
der Tobi bekommt, ist 1er Draht als Power und 0,4er Draht oder 0,5er Draht. Ich bin mir gar nicht so sicher. 0,4er oder 0,5er ist wurscht, denke ich mal. Müsste halbwegs auf selbe hinauskommen. Und dann die Windungen, wie hier drauf sind. Könnt ihr ja mal durchzählen. Und dann ganz normal nach dem Plan hier anschließen. Als Vorwiderstand hier habe ich nur, wie viel sind denn das? Ich glaube 300 Ohm. Das ist der hier. Das ist der Vorwiderstand, der große, der dann zum Potti geht. Der hat 300 Ohm. Und hier der Widerstand, der geht ans Minus vom Eingang, habe ich einen Vorwiderstand von 80 Ohm genommen, damit der hier nur ein bisschen was so um die 11 Volt abbekommt und keine vollen 18 Volt, wie sie aus dem Netzteil kommen. Weil dann wird er nämlich auch ganz schön warm und hält vielleicht nicht ganz so lange. Tja, ganz einfach. Naja, verbrat man halt ein bisschen Energie, ne? Mein Gott. Okay, hier kommt es erstmal nur darauf an, dass wir ein Ladegerät haben, was so schnell wie möglich unsere Batterien wieder refresht. Da tun wir erstmal nicht so ganz so viel Rücksicht auf Overunity nehmen. Aber das bisschen, was wir hier verschenken, holen wir vielleicht am Ausgang wieder raus. Gucken wir mal. Okay. Ja, die ist jetzt schon ziemlich voll. Ja, nimmt nur noch 1,9 Ampere auf. Kann ich euch mit der gar nicht so richtig demonstrieren. Mal gucken, ob wir noch eine schöne Demonstrationsbatterie haben. Ähnliche Batterie, aber anderes Verhalten. Na gut, die ist auch schon ziemlich voll. Ach, jetzt habe ich in meiner Euphorie meine ganzen Batterien vollgeladen. So ein Mist. So, dann wollen wir die Batterie mal zum Kochen bringen. Das ist jetzt eine große Autobatterie, wo eine Zelle defekt ist. Die habe ich auf Alone umgerüstet. Hier, da wo defekt drauf steht, ist die Zelle. Na, ist ja wurscht, was nur 10 Volt kann sie maximal aufnehmen. Also geht zwar bis 12, 13 Volt hoch, ne, wenn die Zellen dann überladen werden. Aber das, was wir hier jetzt erstmal zur Demonstration wollen, ist, dass die richtig, richtig fast wie Kurzschluss Ampere aufnimmt. Und dann mal gucken, was das kleine Teil hier kann. Also nochmal einschalten. ...8 Ampere am Ausgang. Fällt jetzt langsam, aber ich habe es kurz gesehen, ne? So bei 7 Ampere bleibt jetzt die ganze Zeit und schickt alles dann in Wärme in die Batterie. Die wird dann richtig schön warm. Aber ich frage mich, wie er das macht. Ne? Am Netzteil hier unten sind 18,5 Volt bei 3,5 Ampere. Hier die Schaltung dazwischen. Ich muss dazu sagen, die Dioden hier, das sind 1N5408. Ich glaube, 3 Ampere halten die aus. Lass es 5 Ampere sein, aber jedenfalls sind wir hier weit drüber. Die wären auch richtig schön warm, ne? Überall da, wo ich hier ein bisschen Heißleim ranmachen wollte zur Fixierung. Das ist dann alles weggeschmolzen, aber an den Stellen, wo es jetzt fixiert ist, das hält. Da wird alles gekühlt. Ja, wie gesagt, der Ferritkern wird hier auch noch ziemlich warm. Aber ansonsten hält das Teil Dauerlauf aus. Ne? Auch mit 7 Ampere. Ich meine, wenn das längere Zeit dann bei einer normalen Batterie sein sollte, wenn sie leer ist, ist klar, dass es dann so mal 6, 7 Ampere aufnehmen kann. Ne? Aber hier bei der bin ich dann irgendwann skeptisch geworden. Und ja, nach einem Abklemmen habe ich dann gesehen, dass eine Zelle zusammengebrochen ist. So, wie dem auch sei, ihr seht, das Teil funktioniert so, wie es funktionieren soll. Viel, viel besser. Ne, da sind ja auch die paar Milliampere wirklich geschissen, die wir hier durch den Vorwiderstand zum Lüfter verbraten. Wenn sowas dabei am Ausgang rauskommt. Ach so, Ausgang. Wie sieht es da am Eingang aus? Ich glaube 63 oder 65 Watt Netzteil ist das hier unten dran. Und wir ziehen 690 mA. Hui, das rechnen wir mal hoch. Ihr seht, 95 Watt zieht er wirklich aus dem Netz. Also das Netzteil wird bis zu einem Drittel überlastet hier unten. Da hier. Also selbst wenn ich ein Drittel zu 3,5 Ampere dazu rechne, komme ich auf 5 Ampere und nicht auf 7 Ampere. Nur mal so ganz nebenbei. Na gut, die Hin- und Herrechnerei könnt ihr ja selber machen und richtige Messgeräte. Ne? Das hier ist auf Relativmessung eingestellt gewesen. Wenn ich jetzt weggehe, seht ihr 0, 0,7. Darauf ist wirklich geschissen bei den Ampere, die hier angezeigt werden. Okay. So, Tobi, das Teil ist für dich. Viel Spaß damit. Als Quintessenz dessen bin ich jetzt
auf nur einen einzigen Kühlkörper zurückgegangen. Und ja, jetzt habe ich, ja, ich glaube, hier habe ich noch ein paar Fotos davon. Ja, hier sind jedenfalls dann die Joden alle im Kühlkörper mit drin. Habe Löcher reingebohrt, die Joden dann mit Aluklebeband umwickelt, ne, dass sie keine Luft haben. Und dann mit reingesteckt. Das heißt, alle Teile, die jetzt heiß werden, sind alle auf diesem riesen Kühlkörper drauf. Und den Ferrit habe ich hier oben so halbwegs in die Luft gehangen, dass er wirklich ziemlich wenig Auswirkungen aufs Alu hier unten hat, ne, und so vor sich hinschwingen kann, wie er schwingen soll. So, Lüfter ist auch ein bisschen kleiner geworden und zipp, fährt hoch. Schafft auch so um das 6-7 Ampere. Bin hier aber bei den Windungen, da habe ich einen selben Draht genommen, 1er und 0,5er. Und bin hier aber nur auf, ich glaube, 13 Windungen waren das gewesen. Wenn es 40, 50 cm Draht gewesen ist, ist es viel. Und ich denke mal, die Hälfte der Windungen habe ich jetzt hier drauf. Im Gegensatz zu dem anderen. Funktioniert vergleichsmäßig genauso. Ja. So wäre das die Version, wie es ich jetzt jedem empfehlen würde, dass er es baut. Also die Joden auf alle Fälle auch kühlen. Es sei denn, ihr nehmt richtig große Fette, aber wenn ihr da nur irgendwelche für 3 Ampere oder 5 Ampere nehmt, dann definitiv mit auf den Kühlkörper schnallen irgendwie. Ja, ansonsten hält das Teil wunderbar durch. Auch Netzteil hält wunderbar durch, auch wenn es mal kurzzeitig 90 Ampere zieht. Ach so, ja, jetzt kommt das, dass es vielleicht ein bisschen zu gut durchhält. Ich glaube, der Olli hat dem Lippi, dem Action for Free, mal die Batterien hier in den Haufen geschickt. Die waren alle so bei 13 Volt. Ich habe mich übelst gefreut. Dann, wo ich meine Maschine angeklemmt hat, hat keine einzige funktioniert, weil die total schnell zusammengebrochen sind. Die habe ich jetzt über eine Nacht lang unbeaufsichtigt hier an so einem Ding laufen lassen. Und habe bei den ganzen vorherigen Batterien mitbekommen, dass wenn die voll gewesen sind, so ihre 17 Volt erreicht haben, dann hat der hier nur noch 0 Milliampere reingedrückt. War bei der hier jetzt nicht so gewesen. Ich bin heute früh aufgewacht, habe gedacht, ach du Scheiße, was denn jetzt passiert? Hat irgendjemand ins Bett geschifft oder was? Weil die ganze Wohnung hat nach verfaulten Eiern gerochen. Und dann habe ich mich an den Kelvin erinnert, ne? Wie er damals, Kelvin, liebe Grüße, in so eine halbvolle Schwefelsäurebatterie Alaun reingekippt hat, das Ladegerät angeschalten hat und seiner Weg gegangen ist. Danach hat das Haus auch übelst nach verfaulten Eiern gerochen. Da habe ich gedacht, oha. Die Batterie hat wahrscheinlich irgendwann in der Nacht an Ladung angenommen und ist jetzt voll. Dann bin ich schnell rübergegangen, habe gerochen, habe gesagt, jo, definitiv aus der Batterie kommt's. Die hat's übelst aufgebläht, aber hält jetzt ihre Spannung bei 13,3, 13,4 Volt. So, mal gucken, ob auch Leistung da ist. Bei 13,35 Volt ist er noch. So, 20 Watt, Halogen, 12 Volt. Eieiei, die ist ordentlich hell. Und? Hält die oder hält die? Ha? Ha. Also, ziemlich fett aufgebläht, wirklich voll an ihrer Grenze. Ich glaube, da ginge noch mehr, wenn ich rechtzeitig ausgeschalten hätte. Aber, ja, die funktioniert wieder. So halbwegs jedenfalls. Hey, jetzt hält es ja ziemlich konstant. Jawohl, 12,63. Und ach, viel zu hell, viel zu hell. In diesem Sinne, viel Spaß mit Nachbasteln. Die einzelnen Werte von mir habt ihr jetzt. Ja, und die ersten Langzeittests sind auch gemacht. Bis später.